Hey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Ich habe Fabrice hier, Link in der Beschreibung, extra hergekommen, an den Hintern der Welt von Berlin, nur für dieses Video oder nur für mehrere Videos, also freut euch auf mehrere Videos. Ich habe euch nach Fragen gefragt auf Instagram und YouTube in Beiträgen. Wir haben ungefähr 200 gekriegt, wenn ich das gerade mal so richtig überschlagen habe. Also falls eure Frage nicht drin ist, dann sorry. Viele Fragen kamen doppelt und kriege ich in jedem Q&A wieder. Die versuche ich jetzt am Anfang kurz zusammenzufassen. Woher kennen wir uns aus der Schule? Hatten einen Leistungskurs zusammen, Sportkurse zusammen und so weiter und so fort. Wie bin ich Lions-Fan geworden? Vermutlich durch die Defense 2014, durch Megatron Stafford. Weiß ich nicht genau, ist einfach so passiert. Habe ich mir nicht ausgesucht, das kam einfach leider so. Florida State Fan, weil das erste Footballspiel war, was ich geguckt habe. Wie lang gucke ich schon Football? Seit 2013, 14 ungefähr. Wo habe ich mein ganzes Wissen her? Viel College Football auf YouTube geguckt. Immer wenn ich was nicht verstehe, dann lese ich nach. Gut, dann gehen wir jetzt direkt in eure Fragen rein. Am Anfang auf Instagram, dann wenn wir Zeit haben, noch zu YouTube rüber. Wie gesagt, wenn eure nicht dabei ist, dann sorry. Wir machen das einfach abwechselnd. Erste Frage. Woher weiß ein Blinder, dass er sich richtig den Po abgewischt hat? Ihr merkt schon, die Fragen müssen nicht unbedingt was mit Football zu tun haben. Habe ich ernsthaft noch nie drüber nachgedacht? Gute Frage. Falls einer von euch blind ist, dann lasst uns wissen. Wann wird es Fabrice-Merch geben? Fabrice-Merch. Drew Fabrice ist in Arbeit, sagen wir mal. Das ist ein bisschen komplizierter als viel von dem anderen Zeug. Haltet ein Auge offen. Aber Merch, gutes Stichwort. Guckt mal den ersten Link in der Beschreibung. Wir haben neue Sachen. Demnächst gibt es auch Rabatt. Also falls ihr noch ein bisschen warten wollt, dann macht das. Aber falls nicht, dann holt es euch jetzt schon. Auch häufiger wurden wir gefragt, wenn wir beide Football spielen würden, welche Position wären wir dann? Sagen wir jetzt einfach mal, wir beide spielen irgendwo in Deutschland. Welche Position würdest du spielen und warum? Welche? Go! Welche Sinn machen würde oder welche ich gerne spielen würde? Nein, welche Sinn machen würde, nicht welche wir gerne. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich wäre ein Offensive Tackle. So, das geht nicht. Es geht, aber... Es geht, aber es wäre ein bisschen sinnlos. Wide Receiver? Wide Receiver? Ich hätte Bock auf Safety, aber ich habe nicht so viel Ahnung. Ja, aber das geht ja körperlich wenigstens, wenn du ein Free Safety bist, der aber ganz hinten steht, alles im Blick hat und sowas. Also du spielst Safety, ich spiele... Ich sehe mich als Safety, ja. Du siehst dich als Safety. Ich sehe mich als entweder Slot Receiver oder Running Back. Ich weiß nicht, ob ich genug Gewicht habe für Running Back. Deswegen vermutlich Slot Receiver, wenn man ehrlich ist. Ich sehe mich auch ein bisschen als Fullback. Da könnten wir so ein Tandem machen. Wirklich die Hast du ein Vorbild auf YouTube bezogen? Tatsächlich nicht wirklich. Ich glaube, wenn ich eins hätte, wäre es einfacher, weil ich da mehr Videoideen klauen könnte. Aber so gesehen kann ich Videoideen von mehr verschiedenen Leuten klauen. Das ist auch gut. Destroying habe ich letzte Zeit wieder ein bisschen mehr geguckt. Das macht Spaß. Und ansonsten, früher habe ich Jay Malflow geguckt, aber sagt ja auch nichts, wahr? Ich sage beide nichts. Ja, Destroying macht halt echt Football-Videos. Und Jay Malflow macht Madden-Videos. Also, wenn ihr euch die angucken wollt, beides Amis. Ansonsten, deutschsprachigen Raum nicht wirklich was mir einfällt. Ich gucke die Sidemen ganz gerne. Bin ich vermutlich in der falschen Zielgruppe, aber hey ho. Ey, guck mal direkt, man kann die auch blockieren. Hm? Das habe ich vorhin aus Versehen fast gedrückt bei dem einen. Was haben Schmetterlinge im Bauch, wenn sie verliebt sind? Schmetterlinge haben die im Bauch, sich selber. Kleinere. Was haben die Kleinen im Bauch? Noch kleinere. Was ist Fabrice Lieblings-NBA-Team? Let's talk about it. Golden State Warriors. Nix. Ja, hast schon gesagt, nix. Nix. New York, nix. Zufrieden? Ja. Gute Saison. Ja, New York Knicks, super. Und ansonsten bin ich ein ganz klarer LeBron James Fanboy. Basketball, Fabrice gegen mich, bleibt dabei die nächsten Tage irgendwann. Eine Fangfrage für dich jetzt. Freundschaft plus oder Beziehung? Stand jetzt Beziehung. Gegenfrage? Keine Zeit, Freundschaft plus vermutlich. Oh ja, die von die beste Show der Welt, ne? Wer von euch die beste Show der Welt geguckt hat und weiß, wer die letzte Kandidatin von Klaas war? Lass mich mal wissen. Painting. Kannst du einem Neuling in einem Satz erklären, warum die Patriots scheiße sind? Weil die zu gut sind. Die machen zu viel Zeug, wo man nicht denkt, das ist besonders krass, und dann sind die auf einmal trotzdem gut. Und jedes Jahr denkt man wieder, ah, jetzt ist vorbei, und dann sind die trotzdem gut. Das ist langweilig. Neuling, wenn du dich mit Fußball auskennst, ist das gleich, warum viele Leute Bayern nicht mögen. Das ist einfach langweilig. Was hältst du von Drogen, Zigaretten etc.? PS, feier deinen Content und nochmal. Oh, da ist jemand Fan von deinem Instagram. Nein, meint nicht, aber trotzdem. Also, was ist deine Meinung zu Drogen, Zigaretten etc.? Nehmen wir mal Alkohol noch mit rein. Also, Drogen, auf gar keinen Fall. Bin ich gar kein Fan von. Zigaretten,
auch überhaupt nicht, weil ich es einfach so eklig finde und keinen Sinn daran sehe. Mhm. Und Alkohol kann man mal machen, muss man aber nicht. Also ich bin der Meinung so, man kann, also zumindest ist es bei mir so, wenn ich Alkohol trinke, dann, wenn es wirklich einen Grund gibt. Ich schließe mich der Meinung meines Vorredners an. Könnte aber auch dran liegen, dass wir beide Bier nicht wirklich mögen. Ja, das ist halt auch noch wichtig, dass mir Bier halt überhaupt nicht schmeckt. Welches Latschstand willst du besuchen? Welches was? Scheiße. Welches Landstand? Welches was will ich besuchen? Welche Stadt oder welches Land willst du besuchen? Jawohl. Erstmal bin ich Ende Juni bin ich in Bremen. Vermutlich bei den Bremen Band Masters. Wenn das alles so klappt, dann kriegt ihr nochmal ein Video dazu. Dann sage ich wann und wo und wie auch immer. Ansonsten welches Land... Ich würde gerne mal nach Madagaskar, glaube ich, das ist cool. Und ansonsten diese ganzen Karibik, Hawaii, was auch immer, diese ganzen Urlaubssachen, wo man hin möchte, da möchte ich mal hin. Ansonsten Land wirklich aus Interesse an der Kultur bereisen, fällt ein bisschen flach bei mir momentan, da habe ich nicht so Interesse. Du. Länder, ich will eigentlich noch voll viele Länder sehen. So. Hau mal ein Land raus, ein interessantes Land oder eine interessante Stadt, wo du hin willst, wo man sich denkt, muss man das richtig einfallsreich sagen, ich will in die Schweiz. Ich würde gerne mal nach Brandenburg, Brandenburg an der Havel. Erstmal nichts gegen die Schweiz, aber... Yo, Anfangszeit. Bis zu meinen ersten 100 Abonnenten oder sowas waren von meinen Aufrufen über 50% von Österreich und Schweiz zusammengenommen. Also Österreich und Schweiz hat einen größeren Anteil als Deutschland. Shoutout Österreich und Schweiz. Why are we still here? Dominikanische Republik. Das ist halt auch so ein Klassiker. Aber das ist auch sexy. Das stimmt. Das klaue ich dir als Antwort, nehme das noch dazu. Ich wollte erst Dings so Dubai sagen. Oder? Erzählst du zu Karibik? Dubai? Nee, Dominikanische Republik. Okay. Was ist das peinlichste Bild, das ihr vom jeweils anderen habt? Ich weiß nicht, ob ich mein Bild noch hab, aber ich guck mal kurz. Ich hab's auch noch. Okay, ich bring meins ins Video von Fabrice, das seht ihr jetzt hier auf dem Screen. Das ist ein Bild davon, wie er sein erstes Tattoo gekriegt hat. Ich stehe dazu. Du weißt noch, mit dem Schaum, wo er kam und meinte, oh, das ist der Desinfektionsmittel, das brennt jetzt vielleicht ein bisschen. Mach den Schaum vor dem Desinfektionsmittel drauf und du... Ja, das Ding war, das war nur, weil er das davor so angekündigt hat. Ja, und ich weiß. In meinem Kopf, das muss jetzt wehtun. Ich war es gar nicht so schlimm. Achso, wenn du ein peinliches Bild von mir hast, kannst du es mir schicken, dann packe ich es auch ins Video. Meinung zu Vegetariern. Jeder soll machen, was er denkt. Wenn jemand vegetarisch essen möchte oder vegan oder laktosefrei, kein Stress, dann soll er das ruhig machen. Aber ich habe ungern, wenn jemand versucht, mich davon zu überzeugen, dass ich das doch machen sollte, weil es so viel besser ist und dies, das, jenes. Lasst einfach jeden essen, was er essen will. Ich lasse auch die meisten Leute ungesund essen, obwohl ich es uncool finde. Also nervt mich nicht mit eurem Vegetarismus. Jogginghose oder Jeans in die Schule? Jogginghose. Möchtest du mal aufstehen kurz, Sorries? Bam. Jogginghose. Eins. Bam, Jogginghose, 2. Yo. Aber wir sind auch nicht in der Schule. Aber in der Schule hatten wir auch Jogginghosen an. Also, Jogginghose. Ich glaube, an einem von 5 Tagen hattest du Jeans an. Ich nicht. Welche Frisur von einem NFL-Spieler hättest du am liebsten? Oh, halt, Moment. Nee. Zählt zu Frisur, Bart mit dazu. Lass mal sagen, Bart zählt mit dazu, weil dann kann man nämlich wirklich überlegen. Also ich sag, wenn ich weiß wäre, Julian Edelman. Das ist meine aber schon. Frisur plus Bart, wenn er so diesen Dings hat. Okay. Diese so zur Seite. Da ist mir die Frisur so egal. Wenn ich seinen Bart haben könnte, würde ich eine Glatze haben. Ist mir so egal. Dieser Bart ist so geil. Bart, Antonio Brown, super. Frisur auch, super. Ey, der ist frisurentechnisch momentan der dünnste Spieler, der in allen Major Leagues. Echt, ich glaube, der hat wieder normal gemacht, nachdem er dann zu den Dings getradet wurde, aber vorher mit diesem. Also das mit diesem weißen, blonden Bart, das tot, war. Tot. Schnurrbart vor allem nur, ne? Aus dem Cowboy. Kannst du jemanden sagen. Wenn Emmy Julian Edelman geklaut hat, dann sag ich Baker Mayfield, der hat auch einen super stabilen Bart. Und noch dunkler dazu.
Baker Mayfield. Eric Weddle hat auch einen super Bart. Ja, aber Eric Weddle ist 1000 Jahre alt und hat Geheimratsecken. Ich will keine Geheimratsecken haben. Baker Mayfield. Wann kommt das Kürbis-Tattoo? Ey, das ist nicht vom Tisch. Es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass irgendwann ein Kürbis-Tattoo kommt. Glaub mir. Du musst den hier hin machen. An Nacken. So hinters Ohr. Nee. Machst du hier einen Kürbis? Hier die Krone. Nee, wenn dann vermutlich irgendwo hier, ich bin mir nicht sicher. Oder über die ganze Brust, aber so in richtig hell, so hintergrundmäßig. Ja, so hintergrundmäßig, so. Dahinter. Nee. Wenn Kürbis, Doch. Dann richtiger Kürbis, im Dunkeln, nicht als Hintergrund. Prominenter Kürbis. Einfach den Bauch so. Bauchnabel. lebst du Vollzeit von YouTube oder wenn nicht, kannst du es dir vorstellen? Ich kann es mir vorstellen, aber ich bin noch ein bisschen davon weg. Was würden wir tun, wenn die Lions gegen Giants im Super Bowl antreten würden? Wer hat denn danach Freunde? Das geht nicht, weil im Super Bowl immer ein Team aus der NFC und eins aus der AFC spielen muss. Wir sind beide in der NFC. Aber wenn wir im NFC Championship Spiel gegeneinander antreten würden, wären wir dann trotzdem noch Freunde? Ich glaube nicht. Für eine Woche einfach nicht. Die sind mir zu wichtig. Also, um die Frage ernsthaft zu beantworten, falls jemand keine Ironie versteht, natürlich wären wir dann noch Freunde. Aber es wäre eine super Wette vermutlich. Ja, das wäre mindestens Essen gehen wieder. Frage, wer ist Fabrice? Instagram ist hier, geht mal hin und folgt, wie gesagt, extra fürs Video hergekommen. Wer von euch hat den höheren IQ bzw. ist schlauer? Wir wollten eigentlich einen IQ-Test machen, aber es dauert zu lange. Vielleicht nachher, wenn wir Zeit und Lust haben und dann füge ich das hier ins Video ein, wer gewonnen hat. Aber grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass ich es bin. Vermutlich, ja. Ich habe einen Tino. Siehst du? Ich könnte jetzt ins alte Rom. Das ist das Argument, deswegen ist er klüger, ich weil er jetzt im alten Rom überleben könnte und ich wäre komplett aufgeschmissen. Könnt ihr im Video einen Arm drücken, Duell oder Liegestütze oder was ähnliches machen? Könnten wir machen. Liegestütze vermutlich du? Liegestütze bin ich nicht so gut. Aber du bist leichter als ich und dafür verhältnismäßig stärker vermutlich. Egal, Arm drücken vermutlich ich, wissen wir nicht. Vielleicht kommt da mal ein Video zu. Auf jeden Fall ist es jetzt schwer, kameramäßig irgendwie auszuführen. Deswegen spielen wir die Erwachsenenversion. Stein, Schere, Papier. 1-0. Das ist schon best of 3. Shit. 2. Nein! Shit. 3-1. Ich war in deinem Kopf drin. Okay, gut. Also er hat gewonnen. Yeah! Na gut, dann war's das mit dem Q&A. Wie gesagt, sorry, falls eure Frage nicht dabei ist, aber die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn es eine Football-Frage war, davon haben viele gekriegt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das in irgendeinem normalen Video mal erwähne, gerade nach dem Draft, ist relativ hoch. Oder im Podcast, gute Idee. Das heißt, wenn ich das nächste Mal nach Fragen frage, dann fragt ihr auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall danke für die ganzen Fragen. Wir hatten viel zu viele, deswegen nochmal sorry, falls eure nicht dabei war. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like auf dem Video da. Folgt ihm auf Instagram, ist nochmal hier unten und in der Beschreibung verlinkt, wenn ich es nicht vergessen habe. Das passiert mir manchmal, sorry. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!